So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part des Let's Plays zu Pokémon Omega Rubin. Wir sind hier immer noch in Xenoville City und wie ihr sehen könnt, scheint die Sonne immer noch wie verrückt hier rein. Und allgemein in ganz Höhen ist eine brachiale Hitze ausgebrochen und ich muss ehrlich sagen, Xenoville sieht das echt geil aus. Seht ihr das? Da diese ganzen Berge von der Stadt, die die Stadt umrunden, sind hier im Spiegelbild vom Wasser zu sehen. Das sieht echt genial aus. Aber wir surfen in unserem Zuhaido. Wumm, mal ganz schnell zur Arena gucken, ob hier was los ist. Können wir hier rein? Nein, die Tür ist zu. Dann sollten wir auf jeden Fall zur urzeitlichen Höhle hingehen, um Groudon aufzuhalten. Denn dort soll es angeblich hin sein, um eben dort Energiereserven aufzunehmen für seine Protomorphose, so wie wir gehört haben. Von daher schauen wir mal rein und gucken, ob dich das bewahrheitet. Aber es ist ja einfach alles so sonnig, ich sehe gar nichts. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Jawohl, das war Silly und Troy. Zero. Da bist du ja. Ich hatte dich schon erwartet. Huh? Diese brennende Hitze ist einfach schrecklich. Die Luft fühlt sich wie ein Feuer an, das den gesamten Planet und das alles Leben darauf verzerren will. Ach ja, komm noch mal eben hier rüber und hör dir an, was mein Freund zu sagen hat. Mein Name ist Vasili. Ich bin der... Ich wollte gerade sagen, hässlicher Arenaleiter, aber nein, er ist der hiesige Arenaleiter. Darüber hinaus bin ich auch der Wächter der Urzeithöhle. Deshalb weiß ich auch, dass diese Dürre durch eine Kraft verursacht wird, deren Ursprung in der Urzeithöhle liegt. Hä? Das ist doch der blaue Edelstein. Ich verstehe, bitte folge mir. Ja, Vasili ist schon etwas komisch. Ich wusste damals nicht, ob es ein Typ oder eine Frau ist, aber es ist eindeutig ein Kerl. Troy, was geht ab? Menschen und Pokémon brauchen die Sonne zum Leben und trotzdem bereitet uns dieser Sonnenschein nur Kummer und Sorgen. Hä? Oh, die Stadt sieht geil aus. Wenn die Sonnenstrahlen über Xenoville weiter an Intensität zulegen, verglüht immer in ganz Höhen. Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar bevor es zu spät ist. Auf, in die urzeitliche Höhle. Aber schnell. Oh, da stehen sie schon wieder. Team Magma und Team Aqua vor der Höhle. Und die sieht atemberaubend geil aus, dieses Tor davor. Adrian, Mark und Kalle. Hm? Huh? Team Magma, Team Aqua. Wir haben schon auf euch gewartet, Kleine. Sir, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um die junge Dame jenes Objekt zu überreichen. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Was dir mein untergebener Kalle gleich anvertrauen wird, ist die Frucht unserer Zusammenarbeit mit der Devon Corporation und zugleich das Aushängeschild der technologischen Schaffenskraft der Höhenregion. Was kann das sein? Der Magma-Anzug, stimmt, den haben wir ja gesehen im Hauptquartier. Das ist ja krass. Dieser Anzug wird ursprünglich zur Vorbereitung unserer Zusammentreffens mit Groudon angefertigt, oder wurde deswegen angefertigt. Gegenwärtig sieht es allerdings nicht danach aus, als ob uns diese Ehre noch zuteil würde. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn dir anzuvertrauen, Mann! Ich bitte dich jedoch, eins zu bedenken. Niemand kann gewährleisten, dass dir der Magma-Anzug dort drinnen tatsächlich genügend Schutz bieten wird. Immerhin wird das Magma im Inneren der Höhle durch die Naturenergie um ein Vielfaches verstärkt. Wahre Worte. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Temperatur des Magmas unsere Berechnung bei weitem übersteigt. Darin sehe ich keinen Grund zur Sorge. Sie trägt schließlich den blauen Edelstein bei sich. Dieser Stein birgt uralte Kräfte, die ihr und ihrem Pokémon-Team ausreichend Schutz bieten sollen. Aber natürlich, jetzt wo du sagst. Ah, den alten Knacker am Pyroberg haben auch sowas gefaselt. Hm, wie war das denn nochmal? Der rote Edelstein erfasst bombastische Kräfte in Groudon und löst so die Protomorphose bei ihm aus. Mit dem blauen Edelstein hingegen kann man Groudon den Stecker ziehen und ihm Kraft und ihm seine Kräfte wieder nehmen. Oh, das ist doch genial! So können wir die Katastrophe aufhalten. Ganz genau. Die Energie, welche die Urzeithöhle durchströmt, ist identisch mit der Energie, aus der Groudon seine immense Kraft schöpft.
Also sollte sich mit dem blauen Edelstein logischerweise nicht nur Groudons Kraft eindämmen lassen, sondern auch die Energie, durch welche die Gewalt des Magmas im Inneren der Urzeithöhle verstärkt wurde. Aber die Macht des blauen Edelsteins alleine genügt nicht, natürlich nicht, um zu Groudon zu gelangen. Dieses mächtige Pokémon lauert nämlich im tiefsten Punkt der Höhenregion. Oh oh, der sogenannten Höhentiefe. Du wirst zusätzlich den Anzug tragen müssen, den du gerade erhalten hast. Erst dann bist du bereit, dich vor der Bedrohung der Natur zu stellen. Wer hätte gedacht, dass sich der blaue Stern eines Tages in deinem Besitz befinden würde, Zero? Sei unbesorgt. Zusammen mit deinem Pokémon-Team kannst du alles erreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Und Bewohner von Xenoville. Oder Xenoville. Ich weiß nicht, wie man es ausspielt. Sag immer Xenoville. Deswegen, also dafür nicht. Nicht, dass ihr irgendwie hatet oder sowas. Es ist nicht gestattet, die Urzeithöhle zu betreten. Du musst also alleine gehen. Egal, was dich im Inneren auch erwarten mag. Der blaue Edelstein liegt in deinen Händen. Und mit ihm das Schicksal des von Höhen. Wir werden hier unsere Leute zusammentrommeln, um uns allen Opfern der Katastrophe zu kümmern. Ganz gleich, ob Mensch oder Pokémon. Kleine, ich hasse es, dich dazu zu verdonnern, im Alleingang die Welt zu retten, aber wir alle zählen fest auf deine Hilfe. Bitte vergib mir, es tut mir leid, dass ich immer von oben herab zu dir gesprochen habe. Noch mehr tut es mir jedoch leid, dass ich dir so viel abverlangen muss. Doch du und dein Pokémon-Team, ihr seid die Einzigen, die es mit Groudon aufnehmen können. Das Schicksal unserer Welt liegt in deinen Händen. Tu, was du tun musst! Also ganz ehrlich, ich finde, dass die Story richtig... Ja, es kommt Briggs, genau. Was macht er denn jetzt hier noch? Briggs? Zero! Als ich dich im Videonavi in den Nachrichten gesehen habe, war das ein ganz schöner Schock. Also habe ich alles stehen und liegen gelassen und bin sofort nach Xenoville City geeilt. Ich bin heilfroh, dass es dir gut geht. Aber hä? Das sind doch die Magma und die Magfa. Wie soll ich es sagen? Ich komme heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas, gerade etwas passiert, das meine Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Deshalb frage ich am besten gar nicht nach, was... ich werde versuchen zu helfen, wo ich kann und dabei mein Bestes geben. Ehrenwort. Aber dafür musst du mir versprechen, auch alles zu geben, Zero. Ich tue alles, was ich kann, um dich zu unterstützen. Du kannst immer auf meine Hilfe zählen, Ehrenwort. Das sind wahre Kumpels. Dafür sind wir, sind beste Freunde schließlich da. Oh geil, wir sind best friends forever! Und nun Leute, der epische Zoom kommt. Alle Hauptcharaktere des Spiels sind hier. Und ich würde sagen, unser Team ist aufgeheilt. Wir haben Pokébälle. Wir haben den blauen Edelstein und wir gehen nun in die urzeitliche Höhle hinein. Boah, die sieht geil aus. Also, epischer geht's nicht, ey. Urzeithöhle. Pokémon, Flunkiefer, Golbat und Zubat. Und diese Fackeln machen das Ganze noch sehr episch. Wir gehen runter. Und immer weiter hinunter. Und hier gibt's auch Pokémon natürlich, die wir fangen können, Leute. Was haben wir denn hier? Flunkiefer! Oh mein Gott! Flunkiefer, mega geiles Pokémon, kann auch eine Mega-Entwicklung durchführen, werde ich vielleicht sogar ins Team nehmen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Mega-Flunkiefer ist ein Ur-Pokémon meiner Ansicht nach. Und, was geht hier denn ab? Die ganze Erde bebt, ey. Sollen wir unseren Magma-Anzug nicht vielleicht anziehen? So ein bisschen heiß wird es hier wahrscheinlich noch werden, oder? Abwarten. Noch scheinen wir es ja auszuhalten, vielleicht kommen wir ja unten als ganz schokoladenbrauner Spielcharakter runter, so. Oh mein Gott! Ich war im Urlaub oder bei Groudon in der Höhle. Schokoladenbraun eingetaucht. Gegrillt, ey. Wir wurden getoastet von Groudon. Aber ich hoffe, wir werden das überleben. So, noch... Oh, es bebt immer mehr. Und man hört Groudon schon brüllen. Heftig. Weiter nach unten. Und ich würde sagen, Leute, bevor hier noch irgendwelche Pokémon kommen, wir wollen es so episch wie möglich gestalten. Deswegen... No. Wo ist es denn? Da, Litopschutz wird angemacht. Ich habe nämlich keine Lust jetzt auf wilde Pokémon, da wir, wie gesagt, schon wissen, was es hier gibt. Und wir wollen alle nur eine Sache hier sehen. Und das ist das Pokémon der Edition. Und immer noch nicht.
Oder ist es schon hier? Alter, das hört ja gar nicht auf zu beben. Dum, dum, dum. Oh, die Musik ist einfach zu geil hier, ey. Und oha, die Lava. Und das sieht doch ziemlich danach aus. Wir speichern lieber unser Spiel ab, ey. Weil ich denke... Moment, sollten wir nicht den Magma-Anzug anziehen? Warum haben wir ihn sonst bekommen? Magma-Anzug? Ach, können wir gar nicht anziehen, okay. Okay, go. Wir sind da, Grodon. Komm hervor. Knock, knock. Und wir haben... Egal, wir haben ihn echt angezogen. Das sieht ja geil aus. Taucheranzug. Das ist auch neu, Leute. Sie hat den Magma-Anzug übergestriffen. Zero hat den blauen Edelstein am Anzug angebracht. Boah, voll Science Fiction jetzt hier. Wie geil ist das? Was passiert jetzt? Wird der Vulkan ausbrechen mit Growlern drinne? Da ist es! Oh, sieht wie niedlich aus, ne? Was geht jetzt ab? Aus dem Magma-Anzug ertönt eine Stimme. Hallo, hallo, kannst du mich hören? Ich bin es, Mark. Ich spreche über das Kommunikationssystem des Anzugs mit dir. Unsere Messgeräte hier draußen haben das Signal von Growlern aufgenommen. Stehst du ihm eventuell bereits gegenüber? So ein bisschen. Ich verstehe, dann hör mal genau zu. Du musst nun deinen ganzen Mut zusammennehmen und den Rücken von Growl aufspringen. Was? Begib dich dann... Das Signal ist tot. Wie, wir reiten jetzt Growdon? Ist das euer Ernst? Ne. Ne. Was zur Hölle? Wir reiten auf Growdon! Alter, Leute, ist das geil. Oh, das ist Gänsehaut pur gerade für mich, ey. Die Musik, die Atmosphäre. Oh, es ist einfach so Kindheitsflash mal 9000 und viel geiler. Was geht hier denn ab? Hier ist die ganze Energie der Protomorphose wohl. Alter. Jetzt können wir unseren Anzug rausziehen. Ach, so ist das. Okay, Growdon. Wir sind ready. Genau. So, Gameboy aus der Hand, zurücklehnen und genießen. Zero versus Growdon. Ah, wie es aussieht, nicht das normale Growdon. Es verwandelt sich. Omega. Zu Proto-Growdon. Es brennt. Ist stark und heiß. Auf einen Kampf. Okay, Growdon, wir sind ready. Alpha. Ein Growdon erscheint. Und wir fangen an mit Dracometor. Level 45. Entland von Growdon wirkt. Wasserattacken haben keine Wirkung mehr. Und können nicht mehr eingesetzt werden. Wir setzen Mega-Entwicklung ein. Und feuern direkt einen Turmkick auf das Growdon. Den 195er Move bzw. 130er Move mit Step. Von daher drehen wir auch auf, so wie er es auch tut. Bam! Mega Meditalis! Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und Kick! Es ist schneller. Und da kommt der Step Earthquake. One Hit KO! Ist das dein Ernst? Scheiße. Mara wäre eine gute Option jetzt. Ah, das Schlechte ist jetzt, wir können
keine Wasserattacken einsetze. Alter, das rapet unser Team! Und ich habe kein Sumpex dabei! Was geht da ab? Vielleicht müssen wir auch nur einen Ball werfen. Vielleicht hat das 100% Catch-Rage, ja? Ich weiß es nicht! Wir werfen einfach einen Hyperball. Komm schon, das muss es jetzt sein! Hyperball! Nix da, nix da! Wir müssen es fangen. Und er setzt Erholung ein. Schade. Einfach mal ein Earthquake raushauen. Tja, wir haben Schweben, mein Freund. Ach, du kannst gar kein Erdbeben gegen uns machen, wa? Ah, schade, Junge. Schade. Aber du hast Erholung, habe ich gemerkt. Das kann Flammensturm. Wir sind Typ Drache. Ich bin ganz safety dabei. Aber es macht trotzdem mega viel. Und wir burnen. Wir kriegen den Burn. Unser Angriff wird durch zwei gerechnet. Drakeige Sache. Aber ich habe ja zum Glück dafür gesorgt für sowas. Und deswegen haben wir normalerweise genug Top-Genesung etc. dabei. Die wir jetzt auch natürlich gleich benutzen werden. Top-Genesung. Aber das Ding wird gecatcht, Leute. Egal was komme. Erholung. Okay, okay. Da kommt die erste Erholung schon mal. Das Ding schläft. Das ist gut. Das ist gut. Eine Statusveränderung sorgt dafür, dass wir es schlechter fangen können. Wir setzen Erholung ein. Das Ding, seht ihr das? Man sieht keine Augen mehr. Das sieht so badass aus einfach. Nochmal Earthquake. Zack. Aha. Und noch ein Earthquake hinterher, damit er wenigstens im gelben Bereich ist. Und er schläft immer noch. Das heißt, wir haben gleich den gelben Bereich plus den Schlaf auf unserer Seite für einen Wurf mit einem Ball. Und es ist sogar der rote Bereich. Das läuft doch. Komm, welchen Ball werfen wir? Hyperball, komm. Anderen gibt es nicht. Zack. Jawollo, komm. Nix. Nicht mal gewackelt hat der. Und es ist aufgewacht. Es kommt der Earthquake. Und wir haben die Schwebe auf unserer Seite. Oh, ich sehe gerade, wir haben gar nicht so viele Pokebälle, Leute. Wir haben, glaube ich, nur noch so 20 Stück. Das ist echt nicht viel. Und es wackelt einfach kein einziges Mal. Es gibt es doch nicht. Und schon wieder, es kann nichts gegen ihn machen. Es kann höchstens den Flammensturm nochmal machen. Aber auf die Idee kommt er ja zum Glück nicht. Von daher werfen wir weiter mit den Hyperbällen. Zack. Bing, 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 bing. Es tut sich gar nichts. Wir können es nicht fangen, oder wie? Müssen wir es besiegen? Es wackelt ja kein Mal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nein, Mann. Nein, scheiße. Ich wollte gerade sagen, er wollte mir komplett schworen zu sagen, nein, mich darfst du nicht fangen. Und dann, eins, zwei, drei, ja, ja, nein, schade. Oh Mann, Growlon, ey, du bist mir auch einer, ey. Komm, nochmal. Oh, jetzt wieder gar nicht, ey. Aber das haben auch viele Leute in die Kommentare geschrieben. Zero, ich finde das echt doof mit Latios, Latios, dass man die so fangen konnte. Also, dass man sie einfach so erhalten hat. Und genau das, Leute, wolltet ihr haben. Und das will ich auch haben. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir haben noch jede Menge Pokémon, die wir so fangen müssen. 1000 Bälle schmeißen, bis sie endlich drinne sind. Und ja, mal gucken. Jawohl, da haben wir gut Schaden gemacht. Nochmal Erdbeben hinterher. Groudon schläft immer noch tief und fest. Aber ich finde das eigentlich auch cool. Das gehört meiner Ansicht nach zu Pokémon hinzu, dass man einfach dieses Mega-Pokémon vor sich hat und dauernd nur Bälle wirft, bis es wirklich dann endlich gefangen ist. Also das gehört bei jedem Pokémon-Spiel dabei. Deswegen das legendäre Pokémon, was man schon... Flammensturm, nein! Ah, grillig! Und wir haben noch 11 Points. Riskieren oder nicht riskieren. Komm, werf einfach Bälle, komm, Sera, du kannst es schaffen! Der Ball ist es jetzt, komm. Eins. Zwei. Drei. Nein, ich dachte schon wieder. Mein Gott, warum nicht? Erholung. Oh, verdammt. Da kommt er wieder mit Erholung. Ah, die Musik ist geil, der Remix, der gefällt mir. Und ich habe richtig schwitzige Hände, ey. Oh mein Gott, ich bin so richtig aufgeregt. Beutel nochmal, komm. Kriegen wir hin, das kriegen wir hin. We got this, we got this. Hypertrank auf Sera, Sera, Alter.
alle Pokémon gewonnen hätte. Ne? Und Sera steht das hier durch, like a Baus, ey. Also, Ladies, da seht ihr mal, was ihr könnt, ey. Richtig krass. Pokéball. Ach Quatsch, Pokéball. Erdbeben. Mein Gott, ey. Ich will es erstmal schwächen weiter. Erdbeben trifft. Macht gut Schaden. Noch ein Erdbeben hinterher. Und es ist aufwachen. Es ist jetzt Erdbeben. Wir haben wieder erneut die Schwebe auf unserer Seite. Und da ist er wieder im Game-Bereich. Er wird gleich wahrscheinlich wieder angreifen oder Erholung einsetzen, wenn er ganz intelligent ist. Wenn nicht, dann ja. Dann wird er weiterhin auf unsere Schwebe aufmerksam gemacht. Eins. Zwei. Schade. Ja, Leute, das dauert nun mal. Also, so einen Groudon zu fangen, das ist kein Zuckerschlecken. Ich würde mal sagen, wir schmeißen mal einen Pokéball einfach mal. Vielleicht bringt es ja was. Los, Pokéball. Zack. Der gute alte Klassiker. Eins. Ah, verdammt. Ich wollte gerade sagen, das wäre witzig, wenn wir ihn damit fangen hätte könnten, aber... Erdbeben schon wieder. Mann, wann merkst du das endlich? Das hat keine Wirkung. Wir setzen mal einen Premierball. Ein ganz primärer Ball. Vielleicht magst du ja weiß. Vielleicht ist das deine Lieblingsfarbe, ja, Groudon. Magst du weiß? Oh, der ziemlich geil aussieht, der Premierball, ne? Ja! Ah, ne, doch nicht. Doch nicht so sein Ding. Und schon wieder. Er lässt nicht locker, ne? Okay, dann machen wir mal. Hyperball. Komm, noch einen Hyperball werfen wir noch. Weil so viele habe ich auch nicht mehr davon. Eins. Verdammt! Und Erholung, da kommt sie schon wieder. Er denkt sich, entweder ich greife ihn gar nicht an, also ich greife mit Schwebe an, oder ich schlafe einfach. Dann pennst du einfach. Ich habe nicht mehr so viele Erdbeben. Das ist gerade das Problem an der Sache. Ich kann es nicht mehr so oft machen. Ich habe noch zweimal Erdbeben. Ah, ich habe natürlich noch Yonago-Bären, die ich ihm geben könnte zur Not. Aber ich weiß nicht, ob das lohnt. Ich weiß es nicht, weil das ist eine ganze Runde, die wir dadurch verschwenden. Jetzt haben wir wieder den Schlaf und den roten Bereich. Das besser geht's nicht. Komm, jetzt muss es. Hyperball. Der muss jetzt. Come on, Guy. Bleib im Ball. Nicht einmal gewackelt. Jetzt wacht er auf. Und jetzt macht er wieder seine Klinge da. Und sie trifft schon wieder nicht. Groudon, lern mal was. Hyperball, komm. Zack. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Es wird nichts. Und er setzt schon wieder Erholung ein. Leute, das gibt es doch nicht. Viele kann ich nicht mehr machen. Was soll ich großartig machen sonst? Was haben wir sonst noch für Moves auf ihn? Für Paralyse vielleicht Feuer oder... Aber er macht eh dauernd wieder die ganze Zeit Erholung. Und damit ist unsere Paralyse auch weg. Von daher bringt das nicht viel. Wir können hoffen auf einen Death Drop oder sowas. Oder er schmeißt einfach weiter Bälle. Komm, ein Pokéball. Komm, das muss jetzt sein. Bitte. Ach, nichts. Das Problem ist einfach, mir gehen die Bälle aus, Leute. Ich habe nicht mehr so viele. Ich glaube, ich habe nur noch 6 Bälle jetzt. Und das ist nichts. Und natürlich noch den Meisterball. Und wie es aussieht, kommt es darauf hin, dass wir ihn schmeißen müssen. Weil das Ding ist aber, es kann, er macht nichts gegen uns. Das ist so witzig. Feuer oder mal gucken, ob wir ihn paralysieren können. Achso, er schläft für 3 KP mal wieder. Ja, Groudon, hau rein. Du alter Langschläfer, du, ey. Du gönnst dir auch richtig. Für diese paar KP da, ey. Feuer oder Bam. So, ein bisschen Schaden wieder gemacht. Und wir werfen nochmal ein paar Bälle, ey. Was soll ich sonst machen, Leute? Was soll ich sonst machen? Ich kann das Ding nicht schwächen. Und wenn ich es schwäche, macht er eh wieder Erholung. Aber so wird das gar nichts. Es wird so gar nichts. Das ist echt traurig. Wie viele Bälle sind es noch? 4 Stück. 4 Bälle haben wir noch. Komm schon. 1. Verdammt. Mann, warum? Aber er schläft immer noch. Er schläft immer noch und hat etwas Schaden. Das heißt, er kann Erholung ruhig einsetzen. Noch gebe ich die Hoffnung nicht aus.
noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Aber so ziemlich. Weil der ist ziemlich stur. Und er ist aufgewacht und setzt Flammsturm ein. Er hat keine Lust mehr auf unser Vibrava. Gar keine Lust mehr. Können wir Feuerurim einsetzen. Weil er wird uns eh nicht treffen. Vielleicht kriegen wir den Parahex, ja. Wäre witzig. Wir greifen einfach, ja, komm, wir greifen es nur noch einfach an. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Guck, jetzt ist er jetzt wieder im gelben Bereich. Und jetzt sind wir tot. Er ist doch nicht im gelben Bereich. Er ist sauer. Sehr sauer. Okay, next Pokémon. Ich würde sagen, Metagross ist ein ebenwürdiger Gegner. Der leider sehr schnell auch down ist, würde ich sagen. Aber egal, wir probieren es trotzdem. Was können wir denn machen? Patronhieb, Zen-Kopfstoß? Ich bin mir nicht sicher, was wir machen können. Ich werfe einfach mal einen Ball wieder. Den Nestball. Der beste Ball ever. Sowas von. Hallo, ist Nestball. Eins. Zwei. Drei. Ist das dein Ernst? Der beste Ball ever! Woohoo! Groudon mit Nestball. Was zur Hölle? Leute, ich hab die Hoffnung schon ausgegeben. Das war der vorletzte Ball vor Meisterball. Mein Gott, ey. Du bist mir auch ein Fisch und bist mir ins... Nee, das ist, muss ein Käfer sein. Du bist mir ins Netz gegangen. Nee, ins Nest. Ins Nest ist er mir gegangen. Komm, Alter. Du bist jetzt hier. Boah, heftiger Typ, ey. Komm, du bist jetzt hier. Du bist der King, Alter. Du bist der King. Komm. Du weißt es auch, King, ey. Ganz ehrlich, du bist der King. Der King im Nest, ey. Alter, Groudon, du bist der... Boah, scheiße, Leute. War das genial. Hart, aber gerecht, ey. Heftig. Wir müssen hier ganz schnell wieder raus jetzt. Jetzt explodiert... Nein, jetzt explodiert die Stadt, oder wie sieht das aus? Nein, die Sonne wird gestoppt. Und es regnet Funkel. Sieht geil aus. Und die Wingals fliegen dort wieder. Das sieht alles so fröhlich aus. Und dort hinten habt ihr es gesehen, da ist irgendwas in die Luft gegangen. Was war das? Ah, Birk. Die wundern sich gerade, was passiert ist. Und jetzt merkt man so wirklich, dass man richtig der Held ist. Damals hat man sich gedacht, ja okay, ich fang Groudon. Und jetzt ist man so ein richtiger gefeierter Held, weil man so wirklich sieht so, ah, alle Leute wissen nun, dass du die Welt gerettet hast. Und das ist einfach so ein Aspekt, wo ich sage, Game Freak, ihr habt das geil umgesetzt. Guck mal, selbst Team Markenmau und die ganzen Leute in Seegrasshulp. Sie freuen sich, dass die Welt gerettet wurde. Und es sieht einfach alles so genial aus. Es ist wie so ein, wie eine Art Zelda-Abspann, finde ich, so aufgebaut gerade. So, du hast die Welt gerettet vor der heftigen Katastrophe. Selbst im Moosbach sind sie und haben alle... Jordis ist da sogar. Oh Mann. Und sie werden wir noch kennenlernen, Leute, denn sie ist noch was ganz Spezielles. Aber zunächst haben wir die Katastrophe überstanden. Zero, es ist vorbei. Zero, was wären wir nur ohne dich? Richte deinen Blick nach oben. Dank dir ist der Himmel über Xenoville wieder wie zuvor. Irgendwie wird mir ganz warm ums Herz. Ergießt sich nun etwa all die Energie, die sich in der Urzeithöhle angesammelt hatte, über die ganze Welt? Auf einmal kommen mir all meine Sorgen und Ängste von vorhin unsinnig und
unbegründet vor. Mir ist, als sei mir ein gewaltiger Felsbrocken vom Herzen gefallen. Meer oder Land, Pokémon oder Menschen. Wir hatten beide nur unsere eigenen Ziele im Kopf. Uns ging es nur darum, selbst zum Glück zu finden. Ob dabei jemand drauf geht, hat uns nicht gekratzt. Aber jetzt ist alles wieder im Lot. Die Welt hat ihr Gleichgewicht wiedergefunden. Höchste Zeit, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und einen klaren Schnitt zu machen. Findest du nicht, Mark? Ja, vermutlich hast du recht. Doch in meinem Konkurrentenfall sieht die Sachlage etwas anders aus. Denn es gibt bestimmte Fehler, die man schlicht und einfach nicht wieder gut machen kann. Ich habe solch unendlich große Schuld auf mich geladen, indem ich mich auf schamlose Weise an diese Welt vergangen und sie sogar an den Rande der Auslöschung getrieben habe, dass ich es wohl nicht verdiene, dass man mir verzeiht und einen Neuanfang gewährt. Sir, glauben Sie mir, ich möchte nichts beschönigen. Sie haben großen Fehler begangen und somit nicht nur Ihre Untergebenen, sondern alle Lebewesen auf dem Planeten in Lebensfahr gebracht. Doch gerade deshalb sollten Sie als Ihre Pflicht ansehen, einen Neuanfang zu wagen. Widmen Sie Ihr gesamtes Leben der Aufgabe, Ihre Fehler aus eigener Kraft zu beheben und Ihre Folgen zu lindern. Sich seiner Verantwortung ohne Ausflüchte und Entschuldigung zu stellen, das ist es, was einen Erwachsenen ausmacht, nicht wahr? Sollten Sie diese Ansicht teilen, werde ich als Mitglied des Vorstands von Team Magma bis in alle Ewigkeit treu und voller Gewissenhaftigkeit an Ihrer Seite dienen. Kalle, vielen Dank. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir diese Welt an euch Knirpse abtreten müssen. Aber was für eine Welt wollen wir euch hinterlassen? Das ist das Erste, was wir herausfinden müssen. Wir sitzen alle im selben Boot, deshalb meine Frage, wollen wir uns wirklich weiter in die Haare kriegen, bis einer von uns alleine am Steuer steht? Oder reißen wir uns am Riemen und versuchen, diesen alten Kutter zusammen in den Hafen zu steuern? Diese Frage müssen nicht nur Team Aqua und Team Magma endlich untereinander klären, sondern wir alle. Und wenn ich wir alle sage, meine ich auch wir alle restlos. Du warst imstande, den blauen Edelstein einzusetzen, also durftest du wohl auch hiermit umgehen können. Gib dies Growlern zum Tragen. Damit kannst du seine Protomorphose nach beliebigen auslösen und kontrollieren. Roter Edelstein. Also dann, macht's gut, Kleine. Auf bald. Haut rein. Team Arm und Team Aqua haben völlig verschiedene Denkweisen und Ziele. Ich hoffe, dass es mit ausreichender Zeit selbst so grundverschiedene Menschen gelingt, irgendwann einen Mittelweg zu finden. So etwas geschieht natürlich nicht von heute auf morgen, aber ich hoffe, dass sie nach allem, was passiert ist, zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Viele Orte in Höhenregionen sind im Wandel begriffen. Wandere mit offenen Augen durch die Welt und genieße all die neuen Eindrücke, die sich dort bieten werden. Aber fürs Erste empfehle ich dir, den Arenaleiter dieser Stadt herauszufordern. Arenaleiter war Silly, der uns nach Kräften unterstützt hat, wartet bestimmt schon auf dich. Aber sieh dich vor, er ist stark. Andererseits, nach allem, was du geleistet hast, musst du dich bestimmt nicht vor ihm verstecken. Hier, das wird dich auf deiner langen Reise sicher noch nützlich unterstützen. Diese Flöte ist mir sehr ans Herz gewachsen. Probiere sie unbedingt mal aus. Die Äonflöte. Die Äonflöte ist das Zeichen deiner innigen Freundschaft zu Latios. Egal wie weit ihr voneinander entfernt seid, sobald diese Flöte erklingen lässt, komm Latios, im Wind ist alle herbeigeflogen. Latios wird dich dann auf seinem Rücken durch die Lüfte tragen. Genau wie damals, als wir zur Insel im Süden gereist sind.
Die Menschen, die Pokémon und die Natur. Vielleicht wurde nun endlich die Grundlage dafür geschaffen, dass alle Lebewesen auf diesem Planeten mehr Rücksicht aufeinander nehmen und in Einklang miteinander leben können. Ich kann es kaum erwarten, Zeuge zu werden, wie sich unsere Welt in Zukunft verändern wird. Zero, ich frage mich, was für Eindrücke diese Welt bei dir hinterlassen wird und was für Träume du dir zusammen mit deinen Pokémon nachjagen wirst. Sollte unser Schicksal aber mal zusammenführen, hoffe ich sehr, dass du mir meinem Team diese Frage beantworten kannst. Mach's gut. Hau rein, Troy. Und Brix. Puh, endlich sind wir wieder unter uns. Was soll das denn jetzt? Ein Blind Date? Nochmal vielen Dank für alles, Zero. Obwohl wir damals gemeinsam vom Wurzelheim aus aufgebrochen sind, warst du mir immer mindestens einen Schritt voraus. Irgendwann kamst du dann mir unerreichbar fern vor. Ich habe mich irgendwie einsam gefühlt ohne dich. Reingefallen, das war natürlich nur ein Scherz. Pff, Liebe, wer braucht das denn? Du hast wirklich Unglaubliches geleistet. Am besten gönnst du dir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Bis bald, ciao. Hau rein. Die Eonflöte, 8. Arena-Leiter, Groudon. Leute, was gibt's Besseres? Ich würde sagen, wir klinken diesen Part aus, indem wir nochmal unser Groudon betrachten. Aber, was haben wir denn? Einen Zombieris Need! Ein weiterer Megastein. Und ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass ich den Megastein von Gyarados verpasst habe. Das heißt, wir werden ihn auf jeden Fall nachholen, Leute. Aber, zunächst werden wir erstmal eine kleine Pause einlegen von diesem langen, heftigen Part. Wie gesagt, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben, wenn ihr das Proto-Groudon so abfeiert wie ich. Und wenn ihr den Nestball des... Oh Gott, ich kann es gar nicht beschreiben. Den Nestball auf Doom so geil fandet wie ich, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben, damit ich sehen kann, dass ihr das mega gefeiert habt, dass dieser letzte Ball vom Meisterball, der letzte Nestball, dass der dieses Groudon gefangen hat, ey. Kommt, und es ist naiv. Das ist ein... Ja, ich find's gar nicht mal so schlecht. Das behalte ich. Init Plus, Special Verteidigung Minus. Ist nicht ganz so geil, aber... Hallo? Besser als nichts anderes. Was hat es denn für ein Hinterhältig? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, das ist Init. Flammensturm, Erholung, Erdbeben und eben Abgrundsklinge. Finde ich geil, ey. Finde ich klasse. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's aber hier heute mit dem Part. Wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal. Zero of Time, over and out.